Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder zu einer Hörspielreview, die diesmal sogar Comicbezug hat. Was habe ich mir diesmal vorgenommen? Und zwar ist die Rede von Batman 1, einer Hörspielreihe. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Das ist eine Kassette, eine Hörspielkassette. Ich habe teilweise noch Kassetten. Und zwar ist das eine Batman-Reihe von 1989 von OH-Hörspielen. Ich glaube, ich habe auch nur diese Reihe von dieser Firma. Jedenfalls im Zuge des ersten Tim Burton Batmans-Films gab es ja viel Merchandise und viel drumherum. Und da haben die auch so eine Hörspielreihe aufgelegt. Ja, und hier die erste Folge: Joker hat die besseren Karten. Inhaltlich ist das im Grunde der Film, ne? Der Batman-Film von Tim Burton, der erste Batman-Film, Michael Keaton, Jack Nicholson als Joker, wird hier wiedergegeben, die Story, natürlich in einer etwas abgekürzten Version, um es auf Kassettenlänge zu kriegen. Allerdings sind die wichtigsten Elemente des Films durchaus hier drin. Und die Story kann man eben auch ganz gut auf Kassette hören. Also man hat nicht so das Gefühl, das ist jetzt zu abgehakt, da fehlt was, weil sie was rausgelassen haben. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Was man dazu sagen muss, es gibt natürlich ein paar Änderungen gegenüber dem Film. So erfährt zum Beispiel Vicki Vale hier nicht, dass Bruce Wayne unter der Batman-Maske steckt. Und am Ende des Films, als der Joker vom Glockenturm in die Tiefe stürzt, ist seine Leiche hier dann auch verschwunden am Ende, während sie ja im Film noch zu sehen ist mit dem Lachsack. Man kennt die Szene wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ihr sie kennt, wo ganz klar wird, der Joker ist tot. Hier ist das nicht so klar. Ja, warum hat man diese Änderung gemacht? Das liegt natürlich daran, man hatte diese Reihe fortgesetzt innerhalb des Films, innerhalb der Zeit, als der Film kam. Also das sind alles Folgen von 1989, die ich jetzt nach und nach hier auch mal besprechen will. Man musste diese Änderung natürlich machen, weil man sowohl Vicki Vale als auch den Joker im weiteren Verlauf der Serie noch braucht. Und da konnte man natürlich nicht wie im Film die Karten auf den Tisch legen und den einen sterben lassen und so weiter. Man muss sagen, die Sprecher sind ganz gut. Ich muss noch mal nachgucken, wer es ist. Peter Wenke als Joker und Nick Benjamin als Batman. Ja, und Wenke als Joker, das macht er sehr gut. Als Jack Napier sieht man schon so ein bisschen, dass er in so eine verrückte Richtung tendiert. Und als Joker macht er ja so eine ganz schrille Stimme, also um das darzustellen, dass der Joker völlig, völlig durchgedreht ist. Das macht er eigentlich ganz gut. Das ist eine runde Sache. Gut gefällt mir auch, dass Nick Benjamin, der den Bruce Wayne und Batman spricht, auch der Erzähler ist. Also wir erfahren alles aus der Sicht von Batman bzw. Bruce Wayne. Das heißt auch, dass wir viele Sachen, also das haben sie so geregelt, wenn er etwas nicht mitbekommen hat, aber das für die Leser oder Zuhörer wichtig ist, dann sagt er meistens, ja, das habe ich dann später erfahren und so. Auch Szenen, wo er nicht dabei war, wo andere Protagonisten handeln und das braucht man für die Story. Da wird dann immer so getan, als hätte er es natürlich später aus den Erzählungen und kann das deswegen jetzt erzählen uns. Das ist natürlich nötig, weil er eben nicht alles mitbekommt. Finde ich eine gute Sache, haben sie gut gemacht. 4 von 4 Sternen. Ja, dann schreibt ihr mir mal rein, vor allem die Älteren unter euch, wer diese Reihe noch kennt, was ihr davon haltet oder gehalten habt. Ja, und ob ich da noch mehr Reviews zu machen soll, habe ich eigentlich vor. Ja, aber einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über viele Kommentare auch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.